Herzlich willkommen zurück zu Singularity mit Samtkippikatz am Meine Wenigkeit. So, wir gehen jetzt mal. Danke. Was haben wir denn hier noch? Shit! Sehr echt langsam. Das lasse ich nicht zu. Ich habe Sie nicht um Erlaubnis gebeten. Denken Sie darüber nach. Präsident Barisov. Klingt doch gut. Dafür haben wir die Singularität nicht geschaffen. Ich wollte nett sein und Sie teilhaben lassen. Machen Sie keinen Fehler. Ich töte Sie, wenn Sie mir nicht sagen, wo das ZMG ist. Das werden Sie nicht. Sehe ich aus, als würde ich bluffen, Victor? Na gut. Sie lassen mir keine Wahl, mein Freund. Das ZMG. Wie... Sie haben mein Leben gerettet. Ja, ich bin ein geiler Typ. Sie tragen das ZMG und eine amerikanische Uniform. Irgendwas muss furchtbar falsch gelaufen sein. Mir nach. Ich brauche meine Aufzeichnungen. Damage aufs Männer. Warte doch mal, Freund. Mensch. Kinders, Kinders, Kinders. Immer sind die am Rennen, ey. Geiler Typ. Energiezellen, ihre füllt sich wieder auf. Doch sie können zu dem gehen zählen. Um diese Vorgang beschleunigen, zählen sie automatisch eingesetzt. Okay. Da sind zwei Wachen. Können Sie sie loswerden? Aber hallo. Er schiebt mich aber hier rein. Ich wusste, Demichev würde zornig sein, als ich mich weigerte, an der Singularität zu arbeiten. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er zu sowas fähig ist. Tja, falsch gedacht, Bitch. Ich hole meine Aufzeichnungen. Verdammt, geht nicht auf! Das ZMG manipuliert den Alterungsprozess von Objekten. Es macht sie, ich kann es nicht besser ausdrücken, älter oder jünger. Sogar ein Safe kann mit der Zeit verrotten. Uns geht die Zeit aus. Bitte, manipulieren Sie den Safe mit dem ZMG. Okay, Bro. Da, nehmen Sie. Das ist ein Prototyp einer E99-Waffe. Sie kann instabil sein, aber sie kann das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Sneaker. Sneaker, drücken Sie, um die geladene Projektil zu steuern. Was, zu steuern? Scheiße. Oh.
so, ich kann die Waffe gar nicht wechseln. Ich muss die jetzt haben. Laden. Cool. Da ging, oh, da ging tief rein. Oh, da ging tief rein. Oh, Scheiße. Ha. Oh, der hat verkackt. Ja, der kann schon mit lenken, oder? BÄM! Ist aber weg. Ah ja, du blutest. Oh, ich rum wie eine Memme. Das Laden. Headshot. Hä, ich hab genau auf den Kopf gezielt, du Stück Scheiße. Wo kommt denn noch von den Spastis? Bro. Enges Ding, würde ich sagen. Zeig dich mal, Freund, zeig dich. Oh, fuck! Wow! Das ist mir eigentlich relativ latte. Oh, Scheiße! Habt ihr das Ding gesehen? Alter, leck! Alter, da hab ich dir noch ein Ding verpasst, du. Halt die Schnauze. Alter, Scheiße. Das Dumme ist, ich muss die Waffe jetzt tragen. Ich hab genug Zeit. Okay, ich hab genug Zeit zu laden. Zeig zusammen, nehme ich. Ist voll. Das hätte ich gerne mit. Alter, habt ihr. Alter, das war krank. Das war krass.
Muss zugeben, das war, hat mich ein bisschen erregt. Meiner Meinung nach etwas zu sehr, muss ich zugeben. Habe ich gerade Munition für die Waffe gefunden? Hm. So, gehen wir weiter. Das Dumme ist, wenn ich mir mein Rad drehe, tue ich die Waffe ablegen. Warum auch immer. Der lebt doch noch. Das war heiß. Ah, das war. Oh, das war böse. War der kurz? War der kurz? Ah. Oh shit. Oh shit. Ist rüsch, versteck dich wie eine kleine Pussy. Kannst du hier durch das Ding schießen? Okay, anscheinend. Richtig böse. Hä, die Scheibe ist noch ganz. Wie hat er das gemacht? Krasser Typ, ey. Krasser Typ. Einfach durch das Ding. Und BAM! Alter! Fuck, da kommt gleich der nächste. Warte kurz, hier gibt's was. Shit. Ja, laden hier. Hallo. In der Klempfe. Auf immer schweben. Was kannst du? Ach du Scheiße. Das ist quasi wie eine kleine Schnauze hin. Lass mal einen Film gucken. Es folgt eine Demonstration der praktischen Anwendung meines Durchbruchs bei der Kontrolle der temporalen Störungen durch E99. Der Blockierer ist ein Gerät, das bei Aktivierung die Zeit im Umkreis einfriert. Der Effekt ist zeitlich begrenzt und er kann durch gravimetrische Energie deaktiviert werden. Man kann ihn einfach durch erneuten Einsatz reaktivieren. Das Zeitstörungsfeld bildet auch einen sehr nützlichen Schild. Ich bin sicher, dass wir durch meine Forschung nächstes Jahr eine Waffe haben, die alles, was der Westen hat, bei weitem übertrifft. Und dann kann der Eroberungszug des Kommunismus beginnen. Für die Sowjetunion! Okay. Also das ist das kleine Ding, was das wir gerade gesehen haben, dieses kleine rote Ding in. Ich würde am liebsten mein Maschinengewehr nehmen. Das Problem an der Sache ist, wenn ich das ablege,
Warte kurz. Scheiße. Das Problem ist, wenn ich mein Rad drehe und das eine andere Waffe nehmen möchte, ist das Problem, dass dieser Dreckpanzer. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Oh, ich hab. Oh Gott. War da noch einer? Da waren noch drei. Schiel doch, ne, Junge. Wie gesagt, das Problem ist, wenn ich jetzt mal Rad drehen und die Waffe wechseln will, tue ich die scheiß Waffe weglegen. Und wenn ich, wenn die aufnehmen, wieder aufnehmen will, geht's nicht. Will die Technologie einsam mitnehmen? Ja, dann tun wir mal uns heilen, würde ich mal sagen, und dann nehmen wir einfach mal den Typ mit. Okay. Hier. Mausrad drehen zum Ablegen, was natürlich scheiße ist. Hier rein theoretisch. Die Waffe ist gut und alles drum und dran, aber ich kann halt keine andere nehmen. Oh, hallo, was sind die da? Haben wir die Waffentechnologie gefunden, das mitten im Krieg. Geil. Das freut mich natürlich und erregt mich ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Geht's hoch oder runter? Okay, wenn der Typ hochgeht, gehe ich mal runter. Wir wissen ja, wie alles abläuft. Wir wissen ja, wie alles abläuft. So, wir sind voll. Ziel erfüllt. Hier trennen sich unsere Wege. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich suche Schutz in diesem Turm. Und glauben Sie mir, wir sehen uns wieder. Aktivieren Sie diesen Riss. Er bringt sie in ihre Zeit zurück. Viel Glück uns beiden. Ich wollte eigentlich gerade... Tut mir leid, dass ich so übelst geskillt habe und jetzt keinen Schaden habe. Naja. Ich würde sagen, ich bin einfach den Part an der Stelle. Oh. Ja gut, ich bin den Part mal an der Stelle. Was mit deinem nächsten Part sehen? Ich meine, jetzt PDU und System dann einfach E99 gesetzt. Da. Krasser Shit. Ich spende mal den Part an der Stelle. Und nächsten Mal gehen wir dann zurück wieder in unsere Zeit. Wird lustig, wird lustig. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein, Leute, macht euch was Sinnvolles. Das war Singularity mit Samkepikat zum meine Wenigkeit. Haut rein und macht euch was Sinnvolles. Ne, ihr kleinen Sträucher. Yeah.